Stand im 4-2. Hat aber Glück gehabt. Aber der Ball ist drin. Zweiter Treffer für Christian Schröder. 7-19. Nochmal zur Abwehr zu kommen. Eine 4-0-2-Abwehr ist natürlich ein hartes Brot für die beiden, die vorne arbeiten müssen. Und da sind natürlich die anderen vier Spieler unheimlich gefordert. Aber so eine Mannschaft wie Dortmund hat man, so wie im vorigen Angriff gesehen, starke Einzelspielerinnen, die im 1-1 auch die letzten vier Leute auseinanderruppen können, sodass sie zu einer einfachen Torsituation kommen. Stark, Tini. Stark Goal von Christian Schröder. Da kommt der Doppelpass nicht an. Von Jule Grünwald. Und das Tor von Maren Rinas. 7-20. Ja, aber da gibt Grün-Weiß gerade so ein bisschen das Spiel weg. Ne? Die einfachen Ballverluste, gerade im Konter, die Bälle nicht ankommen. Wenn die Künste gehalten. Das siehst du vollkommen richtig so. Das ist das, was ich sage. Man erarbeitet sich unheimlich hart in der Abwehr den Ball. Und dann vergibt man das durch Leichtfertigkeit. Ist natürlich schade und traurig. Aber das ist der Lernprozess, den Grünwald Sprint heute machen muss. Ich finde es aber schön, dass die Halle halt, wie gesagt, proppevoll ist. Wir haben seit der ersten Minute hier eine permanente Anfeuerung. Stark, und Susi. Gegen die Kollerschau. Das heißt, die Mannschaft hat Spaß, Susi Grimm hat Spaß und auch die Halle hat Spaß. Auch bei dem Spielstand von 7-20. Die Mädels haben das Herz am richtigen Fleck. Die wollen hier spielen, die wollen hier Spaß haben. Und das werden sie sicherlich auch die nächsten 32 Minuten noch so betreiben. Benni Künzel scheitert erneut. Der Ball war weg. Ja, bei Dortmund ist jetzt langsam auffällig. Bringt jetzt langsam schon die zweite Reihe, damit die sich auch ein bisschen reinspielen können. Ist natürlich richtig. Bei dem Spielstand sollte man das auch machen. Los von Kelkel. Und der lange Ball kommt nicht an und Susi Grimm lässt sie jetzt leer laufen. Das sind halt jetzt die Situationen, die Schwerin vielleicht nutzen sollte. Ja, die Überzahl, die Situation. Was man in dem Falle natürlich jetzt die zweite Garde von Dortmund vielleicht ein bisschen besser bespielen kann, ihre Möglichkeiten nutzen, auch wenn die zweite Garde wahrscheinlich genauso gut ist wie die erste von der Schweriner Gruppe. Ja, aber letztendlich kann man bei jedem daran lernen. Daran geht es sich zu messen. Und das war klasse gespielt von Kölkel auf Jule Grünwald mit ihrem ersten Treffer zum 8-20. Und mittlerweile sieht das auch gar nicht mehr so schlimm aus, Kai. Immerhin haben wir einen Zwei-Klassen-Unterschied. Und Team-Timeout vom Borussia Dortmund. Ja, das ist ein Schmerz. Wir haben ja noch eine Auszeit, also nehmen wir sie uns nochmal den letzten Angriff justieren. Genau. Wir haben 22 Sekunden Zeit. Kann man wirklich in aller Ruhe einen Spielzug kurz ansagen. Sagen, über welche Position es gehen soll. Dann ist dann natürlich definitiv möglich, noch einen Treffer zu erzielen. Ja, und Hoffnung ist natürlich nicht, dass der Ball reingeht. Aber da können wir für uns Gelegenheit mal auf das zweite DAB-Pokalspiel der Frauen zu gucken. Dritte Runde. Da spielt BSV Sachsen Zwickau gegen den VfL Sindelfing und da steht es kurz vor Ende der ersten Halbzeit 11-11. Und nochmal der Hinweis, dass die Gewinnspiel in der Halbzeit uns die Rechtszeit Ja, also kommen halt die letzten 10 Sekunden, die Abwehr dicht, genau. Jetzt dieses Tor zu verhindern. Oh. An den Pfosten. Und der Block. Ah. Und dann ist der Ball doch drin.
2 Sekunden vor Ende. Der Treffer für Borussia Dortmund durch Nicola Scholl. Halbzeitstand 8:21. Als 2 der Stufe 8:21 auf sich erstmal.
Auf geht's in Halbzeit Nummer 2, Spielstand 8:21. Und wollen wir gucken, ob Grünberg-Sparin jetzt etwas besser in diese zweite Halbzeit kommt als noch in die erste. Und der Ball von Dortmund erstmal vorbei, Stefanie Glate. Beide Seiten haben die Torhüter gewechselt. Aber auch Schwerin kam zuversichtlich aus der Kabine. Alle haben ein bisschen ein Lächeln auf dem Gesicht. Ich denke mal, so wie ich vorhin gesagt habe, spielt einfach, habt Spaß und genießt es einfach. Diese Atmosphäre, unglaublich. Und wie ich gerade erfahren habe vom Dortmunder Trainer, ist die Nase voraussichtlich gebrochen. Das ist die erste Diagnose. Das ist natürlich eine unschöne Szene nach 2,5 Minuten. Aber zum Glück ist nicht allzu viel und nicht zu viel passiert. Ja, auf diesem Wege schon mal gute Besserung von uns. Und Kerstin Felker musste das schnell abschließen, denn Zeitspiel war angezeigt. Schwerin bleibt bei einer sehr offensiven 2-4-Deckung. Ja, sie versuchen quasi die Rückraumspielerin rauszunehmen und über das schnelle Spiel zu machen. Er müssen natürlich die unteren vier, die jetzt unten am Kreis arbeiten, unheimlich kompakt verschieben, um die Schnelligkeit ein bisschen auszublocken bei den Dortmunderinnen. Wieder die leichten Ballverluste im Angriff und der Konter. Sicher verwandelt von Kira Brandes. Bleibt nur zu hoffen, dass wir jetzt nicht so lange wieder auf ein Tor von Schwerin warten müssen. Hoffen wir es für das gute Publikum hier in Schwerin, was immer noch voll dahinter steht, dass es etwas schneller geht diesmal. Glück, dass er den Ball noch bekommt, wenn die Künste bekommt. Eine Meterentscheidung. Klare Angelegenheit. Abwehr im Kreis. Obwohl schon fast schien, dass der Ball verloren ist. Durch das Nachgreifen von Kerstin Felkel. Und Christine Schröder kommt zum 7 Meter. Nummer 4 für Grünwald. Auch sie scheitert. Ja. An Helen Trudler. Und die Bilanz von Grünwald-Sperrin ist da katastrophal. 1:4. Einer von vier war drin. Und 7 Meter Entscheidung? Für Dortmund. Auch dort Abwehr im Kreis. Susanna Vorwärts-Nikova am 7 Meter gegen Anne Pöschel. Bleibt aber auch sicher in ihrem dritten oder vierten Versuch, Kai. In der dritte war's. Acht zu 24. Und wieder ein leichter Ballverlust. Und den hat sie sich aber gut noch geholt. Anne Pöschel kommt noch nicht ins Spiel. Hat noch keine Szene für sich gehabt. Mit diesem Treffer. Ist natürlich unheimlich deprimierend. Bleibt ihr zu wünschen, dass sie auch jetzt in Kürze den ersten Ball abgreifen kann, um das Gefühl zu bekommen.